Die Bedeutung der Pflege wurde uns selten so deutlich vor Augen geführt wie seit Beginn der Corona-Pandemie. Wichtig ist es auch hier, sich auszutauschen und neue Ideen und Entwicklungen kennenzulernen. Genau dafür wurde der Pflegekongress des Sozialhilfeverbandes Liezen ins Leben gerufen. Alle freuen sich, dass die Veranstaltungen wieder angelaufen sind und die Menschen hungern nach Informationen und hungern dann auch an den Kongressen und an den Veranstaltungen teilzunehmen. Der Pflegekongress ist jetzt das 6. Mal in Schladming und hat heuer ganz ein tolles Thema, nämlich sich auf Augenhöhe begegnen. Ganz ein wichtiges Thema, das ist für die Pflege wichtig und wäre natürlich auch für viele andere Bereiche wichtig. Warm, satt, sauber reicht als Rahmen für die Pflege längst nicht mehr aus. Es gilt, die Würde und das Selbstbestimmungsrecht des Menschen bis zuletzt aufrechtzuerhalten. Ja, die Pflege der Zukunft, ich denke mir, das orientiert sich grundsätzlich am Pflegebedürftigen. Das ist das Ziel, dass wir nicht über die Menschen sprechen, die wir pflegen und betreuen, sondern mit den Menschen, die wir pflegen und betreuen, was gestalten. Davon müssen wir ausgehen. Der Pflegemarkt wird der Arbeitsmarkt der Zukunft werden und wir sind alle gefordert. Wir sind gefordert als Führungskräfte, die Politik ist gefordert, aber vor allem sind gefordert die Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen, die mit den Bewohnerinnen leben und arbeiten. Dank guter Versorgung und medizinischem Fortschritt leben die Menschen immer länger. Auch den Verantwortlichen ist klar, wo die meisten von ihnen den Lebensabend verbringen möchten. Also ich bin ein Befürworter und auch ein Forderer, dass die Pflege zu Hause einmal stattfinden soll, soweit es geht. Es ist nicht immer möglich, aber solange es geht, im elterlichen oder familiären Band halten. Und das sind unsere Herausforderungen. Solange wie möglich zu Hause behalten, die Leute haben es verdient. Aber dann unsere Einrichtungen dementsprechend mit Pflegekräften auszustatten, dass wir diese auch adäquat pflegen können. Ein besonderes Highlight des Kongresses war der Vortrag des ehemaligen Bestatters, Thanatologen und Notfallpsychologen Martin Breim. Mit Humor und kabarettistischen Elementen brachte er den Zuhörern und Zuhörerinnen den Umgang mit Tod und Trauer nahe. Auf dem Endvortrag hoffe ich, dass man sich vielleicht mitnehmen kann, was die Begegnung mit den Angehörigen betrifft. Da haben wir uns ja auseinandergesetzt, dass wir versuchen, als Mitmenschen in der Begegnung mit Trauernden versuchen, da zu sein, die Sprachlosigkeit mit Trauernden mit auszuhalten, dass wir wissen in der Begegnung mit Trauernden, wir müssen jetzt keinen gescheiten, tröstenden Satz wissen, sondern es geht einfach auch oft um das Dasein, um das Mitausholen, um das Würdigen, wie es die Leute, die Betroffenen, die Trauernden jetzt einfach geht. Etwa 250 Teilnehmerinnen und Teilnehmer fanden sich zu den Vorträgen des Pflegekongresses ein. Sie holten sich hier positive Impulse und neue Motivation für ihre tägliche Arbeit. Ja, ich freue mich eigentlich das ganze Jahr auf den Tag, weil für mich ist es immer ein besonderes Erlebnis, wenn ich im Publikum sitze. Und auf der Bühne sind total interessante Leute, die über verschiedene Themen reden, was man so uns so gar nicht so drüber nachdenkt. Zum Beispiel hat ein Bestatter über den Tod gesprochen und wie man in der Gesellschaft mit dem Tod umgeht oder wie man jetzt zum Beispiel die Angehörigen unterstützen kann. Ich finde auch, dass die Vortragenden bis jetzt eigentlich brisante, ernste Themen vom Sinn her gut erfasst haben und trotzdem locker aufgearbeitet. Es war kurzweilig, es war spannend und auch dies und das kann man mitnehmen, finde ich. Auch wenn der Kongress Schladming gut gefüllt war, ist der Pflegenotstand ein immer brennenderes gesellschaftliches Thema. Wer kann daran etwas ändern? Ja, in jedem Fall sollte seitens Politik die Wertigkeit des Pflegeberufes herausgearbeitet werden. Das muss viel plakativer passieren. Die Pflegeplätze und Schulungsplätze müssen ausgebaut werden, weil uns fehlen an allen Ecken und Enden Pflegekräfte. Deswegen ist es ja gut, dass es solche Symposien, Kongresse gibt, wo man die Leute zusammenbringen kann und zumindest die Leute, die da sind, loben kann und zusammenbringen kann. Veranstaltungen wie diese werden auch in Zukunft stetig an Bedeutung gewinnen. Online-Webinare können sie nicht ersetzen, denn es geht nicht nur darum, Wissen zu vermitteln. Vor allem die Präsenz ist wichtig, das kriege ich mit, wenn ich auf den Gängen bin. Man kann sicher mit jedem austauschen, mit jedem sprechen. Es sind lustige Geschichten, die austauscht werden. Wir sind alle eigentlich im selben Boot und da ist es einfach schön, wenn man den einen oder anderen hören kann und sich austauschen kann. Begegnung auf Augenhöhe ermöglicht Nähe, ermöglicht Lernen, ermöglicht Verstehen. Zunehmend und zu Recht sind das ganz selbstverständliche Anforderungen an die Pflege, aber auch an jede einzelne Begegnung zwischen Menschen.